Hallo zusammen. Jedem von uns sind schon mal Fehler bei der Arbeit unterlaufen. Aber habt ihr jemals einen Traktor im Wasser versenkt? Seid ihr während eurer Schicht im Schlamm stecken geblieben? Oder habt ihr während eines Sturms Baumaterialien draußen liegen lassen, wie es bei den Protagonisten dieses Video der Fall war? Wahrscheinlich nicht. Lehnt euch also zurück, denn in den nächsten Minuten bekommt ihr jede Menge lustiger Arbeitsunfälle zu sehen. Lasst uns loslegen. Der Arme wäre beinahe zu früh von der Arbeit gegangen. Ja, der Swimmingpool neben der Baustelle lenkt die Bauarbeiter ab, aber nicht, weil sie hingehen. Man kann sich kaum eine bessere Werbung für dieses Samsung-Modell vorstellen. Es ist Zeit, das schnellste Auspacken eines Autos in der Geschichte anzusehen. Einer der Pläne, die nur im Kopf ihrer Autoren funktionieren. Er glaubt nicht an den Arbeitsschutz. Sondern an Wunder. Der Mann, der die Leiter festhalten sollte, ist beim Vertrauenstest eindeutig durchgefallen. Mein Name ist Sali und ich komme bei Jackass ASM. In diesem Restaurant läuft eine Aktion unter dem Motto: Bestell dir eine Pizza und erhalte eine Haarmaske aus Hefe. Wer hätte voraussehen können, dass so etwas passieren würde? Ein Profi, den sie aus Spargründen nicht angeheuert haben. Was kann schon schiefgehen, wenn man sich mit einem beladenen Traktor so nah an ein steiles Flussufer wagt? Ih, Sweetie! Aí ficou bom! Ficou bom demais agora! Jeez. Hey man, you want some grease? Oh no, I'm good. You good? Alright. Well, here comes the airplane. Darum sind Feuerlöcher laut Brandschutz mittels Wandhalterung zu fixieren.
Er verwandelt eine gewöhnliche Straße in eine Schnellfahrtstrecke. Dieses Video werden Sie Ihrem Vorarbeiter zeigen, nachdem er sich fragt, warum Sie zu wenig Material zum Arbeiten haben. Dieser eine Mitarbeiter, der immer sein Wort hält. I'm about to make a mess. You know what I'm saying? Oh, shit. Yeah? Mike, are you still up there? Yeah, I have to get this done. If I don't get it done, it's going to get dark and I'd never get it ready for the weekend. Oh, there's loads to be done. We have homework and dinners. What am I doing? Am I doing the dinners? Oh, look, I'd love to be down there doing homework instead of up here. I could easily be in watching the match, but if I don't get this done, the light is going to go against me. Yeah, no, give me an hour, maybe an hour and a half. Okay. It might just want a little bit of dinner or something for me when I get down. This, I'm kind of, I'm up here all day. All right. Okay, yeah, yeah. Bye. What's wrong, honey? When you can't get up, you can't get up and done anymore. Where are we? Darum kreisen manche Flieger so lange in der Luft, bevor sie landen. You goddamn, that's too low. You goddamn stupid idiot! I can't. Well, I didn't think about that. So why are you cussing me out? Wait, why am I stupid idiot? You know what? I just didn't think about your health. I'm used to you being goddamn red. Streitet euch nicht. Der nächste Zug wird euch helfen, den Anhänger von der Brücke wegzuschieben. So eine neue Jeans kostet ein paar hundert Dollar. Und ein solcher Streich ist unbezahlbar. Wer kreativ genug ist, kann seinem Auftraggeber jeden noch so verrückten Wunsch erfüllen. Die erste und wichtigste Prüfung dieses Auszubildenden war es, die Kreissäge anzuschmeißen. Und er hat versagt. Prozent, dass der Abriss dieses Zauns nicht geplant war. Wenn aus ein paar Monaten, die man ursprünglich bei einer Firma arbeiten wollte, Jahre werden. مسیر نصرت آباد به زاهدان وای خدا این چیه وسط جاده تیره برق وسط جاده نه قارچه تیره برقه قارچه جنگر باش بگاره Eine Markierung kann man übersehen. Einen riesigen Mast hingegen, der mitten auf der Fahrbahn steht, ist unmöglich zu ignorieren. Hey boys, where'd you get on the last one? Wife call, wife call! Wife call. Hey babe, how's it going? What's moving the backhoe? Good, good. Yeah, just at work here. Yeah, just sitting in the Bobcat. Yeah, they needed me to come on site today. They can't do it without me. Yeah. Doing a little lift and relay for the city here. Der Aufstand der Maschinen begann dort, wo ihn keiner erwartet hätte.
Schön zu wissen, dass wenigstens 3 Stufen dieser Rolltreppe desinfiziert wurden. Keine Ahnung, wer nutzloser ist, die Trommel oder dieser Kerl. Bereits ab diesem Moment war klar, wie das Ganze ausgeht. A je to. Hej, vole, to jste kusy chtěli, co? Man kann mit Sicherheit sagen, dass er nie wieder zu spät zur Arbeit kommt. Manche Videos lassen euch denken, wow, dieser Kerl ist ein echter Profi. Doch solche Clips bekommt ihr in einem anderen Beitrag zu sehen. Bruh. Vermutlich haben die Arbeiter gedacht, dass die aktuelle Vorhersage der Windstärke etwas übertrieben wäre. Und man kann sie in einem gewissen Sinn verstehen. Er muss nicht alles neu machen, sondern sollte sich einfach einen größeren Winkelmesser holen. Wenn man einen Azubi zugeteilt bekommt, dem man eine Aufgabe erteilen muss. Ein guter Lifehack, den ihr sicher gut gebrauchen werdet. Ein Psychologe würde sagen, er hat gelernt zu akzeptieren. Mit einem guten Kollegen arbeitet man immer länger, dafür hat man mehr Spaß. Ich glaube, ich weiß, wessen Werk das ist. Okay. She looks super stressed. That's fake. Excuse me. Our clients. I wanted to ask. No. Okay, bring it on. Go! Es scheint so geplant gewesen zu sein. Worüber freut er sich so? Was viele meinen, wenn sie in ihrem Lebenslauf angeben, Erfahrung mit Teamarbeit gesammelt zu haben.
Vielleicht war es seine einzige Chance, in die Geschichte einzugehen. Schön, wenn man bei der Arbeit Spaß haben kann. Ein weiterer Beweis für die Unverwundbarkeit von Kameraleuten. Versucht er etwa, ihn zu fangen? Am besten schaut man sich dieses Video in der Küche einer gemieteten Wohnung an, während man gespannt auf die Fertigstellung der eigenen Wohnung wartet. Wenn es gelte, einen Brunnen zu bohren, wäre es eine gut gemachte Arbeit. Manche modernen Designer sind unserer Zeit voraus. Hoffentlich wird er niemals mit dem Kerl von vorhin im selben Team arbeiten, denn keiner würde da arbeiten. Der einzig richtige Weg, das Ende einer Arbeitsschicht zu feiern.